So Leute, da sind wir beim nächsten Booster und wir gucken uns mal an Modern Horizon 2. Ich weiß, habe ich in letzter Zeit ein paar Mal gehabt, aber ich mag das Set einfach und wir wissen ja alle, was jetzt demnächst kommt oder kommen muss, sage ich mal. Dementsprechend gucken wir uns nochmal Modern Horizon 2, das Draft Booster an. Was die Bewandtnis hat, Modern Horizon 2, die Draft Booster waren besser als die Set Booster. Auch wenn ich damals immer gesagt habe, Set Booster sind superior und die Geschichte hat ja auch ein bisschen was dazu gesagt, selbstständig, aber damals waren die Draft Booster unendlich gut im Vergleich zu den Set Boostern. Wir haben Kantikel. Vier Mana Sorcery, jeder Gegner zeigt seine Hand vor, man sucht eine Karte davon und der Spieler wirft sie ab und eine Random Karte. Zu teuer. Jeweled Eye Cobra. 3 Mana 3-1 Death Touch. Wenn sie stirbt, kreieren wir Treasure Token. Ein. Okay. Lightning Spear. 2 Mana Ausrüstung. Die Ausrüstung der Kodex bis 1 und Trampel. Für 3 Mana opfern wir den, fügen 3 Schaden auf irgendeinen Target zu. Der ist nicht bad, aber nicht gut genug, um den gespielt zu werden. Oh Gott, dieses Artwork. Worldly Weary. 5 Mana Enchantment. Enchantment Kreatur kriegt minus 4, minus 4. Basic Land Cycling. Man kann für 2 Mana ein Basic Land raussuchen. Soul of Migration. 7 Mana, 2, 4 fliegend. Wenn sie ins Spielfeld kommt, kriegt man 2, 1, 1 Birds mit Fliegen und man kann die mit evoken. 4 Mana, okay. Shattered Ego. 1 Mana, verzauberte Kreatur. Die verzauberte Kreatur gibt minus 3, minus 0. 5 Mana, man bringt die verzauberte Kreatur um aufs Deck zurück. Oh boah, da stimmt hier aber auch Opa drin. Terminal Agony. Ein schwarzes, ein rotes, zwei farblose, zerstörende Kreatur oder haben Madness für ein rotes und ein schwarzes. Unbound Potential. 2 Mana, wir suchen uns eins aus. Wir legen eine plus 1 Mark auf eine Kreatur oder wir proliferaten mit Entwine. Okay. Myr's Scrapling. 1 Mana 1-1, man kann ihn opfern, um plus 1 Mark auf eine Kreatur zu legen. Immerhin. Storm Gods Oracle. 3 Mana 1-3, für 1 Mana kriegt die plus 1 minus 1 und wenn ihr stirbt, fügt die 3 Schaden zu. Okay. Hier, Prismatic Ending, gute Karte. Ein weißes und X, wir exilen einen Non-Land Permanent mit Mana-Value gleich oder weniger der unterschiedlichen Mana-Farben, die wir bezahlt haben. Das heißt, für ein weißes mindestens mit 1 oder 0, sehr stark. Rakdos Headliner, 2 Mana, 3-3 Devil mit Eile und Echo. Wir müssen Handkarte abwerfen, um den zum Halten. Dann haben wir, was bist du denn? Sate and Done, Sorcery, Sate, wir bringen eine Instant of Sorcery, das wird auf die Hand. Oder wir spielen dann und tappen zwei Kreaturen. Diese Kreaturen tappen nicht während des nächsten Tap-Segments. Immerhin. Und Bone Shredder. 3 Mana 1-1, Echo, fliegend. Und wenn ein Spiel kommt, zerstören wir nicht Artefakt, nicht schwarze Kreatur. Die hat absolut null Impact gehabt, dass die jetzt modern legal ist. Und wir haben Sylvan Anthem. 2 grüne Kreaturen kriegen plus 1-1. Und immer wenn eine grüne Kreatur ins Spiel kommt, kann wir Scry 1 machen. Sehr cool. Und wir haben eine Crab. Ja, das ganze Booster. Crap. Egal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, I'm Blizzard. Ciao.